Gestern hat Minecraft mit dem neuesten 1.20-Snapshot einen 11 Jahre alten Bug behoben. Nein, for real, also dieser Bug existierte wirklich seit der 1.4-Version aus dem Jahre 2012. Sollte damals nicht die Welt... Grob erklärt waren die Hitboxen der Blöcke im Spiel nicht ganz korrekt, also durch die Berechnung der relativen Position des Spielers gab es hier ein riesiges Problem. Stehst du nämlich am Rande eines Blocks, zählt dir dies nicht mehr als der eigentliche Block, wo du draufstehst, sondern als Luft. Hier mal einige Beispiele, um das besser zu verstehen. Wenn du am Rande von Holzbrettern gelaufen bist, waren deine Schritte lautlos, weil Minecraft dachte, du wärst in der Luft. Oder anderes Beispiel, bist du genau auf die Kante eines Heu-, Slime- oder Honigblocks gesprungen, hast du normalen Fallschaden bekommen, da auch hier die Position falsch berechnet wurde, was bei Parkour-Maps, zum Beispiel mit Schleimblöcken, echt nervig war, weil du nicht zurückgebounced wurdest, sondern einfach Fallschaden bekommen hast. Absolut nerviger Bug, der jetzt aber endlich behoben wurde.